Ja, hallo, mein Name ist Jafet Marian, ich bin Hypnosetherapeut in Berlin und es geht in diesem Video darum, dass ich erklären möchte, welche Wirkfaktoren müssen in einer psychotherapeutischen Sitzung stattfinden, was sind die wichtigsten Faktoren in einer Sitzung überhaupt in der Therapie, was muss in einer Therapie passieren, damit man sagen kann, okay, diese Therapie hat gewirkt, eben die Wirkfaktoren. Und es geht hier nicht darum zu schauen, welche Methoden die besten sind, sondern welche Methoden sind die besten, um diese Wirkfaktoren zu erreichen. Und laut Klaus Graves sind die fünf wichtigsten Faktoren sind eben die therapeutische Beziehung, das ist das Wichtigste von allem, Ressourcenaktivierung, Problemaktualisierung, motivationale Klärung und Problembewältigung. Jeder Mensch, der in der Praxis kommt, ist anders. Du kannst auf gar keinen Fall sagen, ich habe die beste Methode der Welt, also ich benutze immer nur diese Methode und passt zu jedem Klient. Egal wie toll manche Methoden sind, wie The Work oder Verhaltenstherapie oder sonst was, ist es so, dass es einfach gerade wichtig ist, dass man schaut, nein, also wie kann ich mich an diesen Klient anpassen? Wie kann ich diesem Klient am besten helfen? Was kann diesem Klient helfen? Therapeutische Beziehung ist das Wichtigste, weil es geht darum, dass man eine gewisse Beziehung zu dem Klient aufbaut. Beziehungen sind das Wichtigste im Leben. Beziehungen privat, beruflich, Beziehungen sind schon von Kindheit an wichtig. Man hat bewiesen, also dass wenn man wenn Beziehungen nicht stimmen, wenn es Situationen sind in der Kindheit, die eben ja, die Traumata gehabt haben, dass Menschen irgendwie nicht gut wachsen können oder dass sie mit Problemen wachsen, dass diese Probleme immer wieder vorkommen im Leben, wenn man sie nicht bearbeitet. Wie man mit der therapeutischen Beziehung umgeht, da gibt es verschiedene Schulen, verschiedene Meinungen, verschiedene Konzepte. Verschiedene Schule. Also vor allem gibt es drei Richtungen, Hauptrichtungen kann man sagen. Das erste ist die zielorientierte Arbeitsbeziehung, das heißt also zum Beispiel eher bekannt von der klassischen Verhaltenstherapie, wo man eben auf Ziel schaut, also was sind die Ziele, wo man versucht, die Ziele positiv und klar und realistisch zu definieren, sodass sie auch im Alltag gleich einsetzen. Dann gibt es die empathisch mitfühlende, wie bei der Gesprächstherapie, respektvolle Umgang mit dem Klienten, also wo man praktisch ja, bedingungslos den Klienten wahrnimmt, so wie er ist und positiv wahrnimmt und kongruent wahrnimmt, also echt wahrnimmt und mit Empathie wahrnimmt. Das ist eben mit Rogers Gesprächstherapie und so weiter. Dann gibt es das Reparenting. Hier geht es, also bekannt zum Beispiel von der Schematherapie oder tiefenpsychologische orientierte Therapie, dass man eben schaut, welche Traumata hat man dem Menschen erlebt und welche Möglichkeiten hat der Therapeut, den Klienten etwas neu zu orientieren. Also wenn der Klient zum Beispiel Probleme mit Einsamkeit in der Kindheit gehabt hat. Also wie kann man denn den Klienten zeigen, dass man nicht Angst haben darf vor Trennungen, dass Trennungen auch was Positives an sich haben können? Wie kann man damit am besten umgehen, wenn der Klient fühlt zum Beispiel jedes Mal, wenn eine Trennung kommt, dass er vollkommen verloren ist und solche Dinge. Wie ich gesagt habe, es gibt fünf Wirkfaktoren. Das eine war das die therapeutische Beziehung. Das zweite ist die Ressourcenaktivierung. Ein Klient sagt, man bringt die Probleme, aber auch die Lösung mit. Das heißt, ein Klient hat nicht nur Probleme und Schwierigkeiten im Leben, er hat auch andere Dinge erlebt, die vielleicht gut funktioniert haben oder die Fähigkeiten, die er hat, zum Beispiel bei der Arbeit. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch bei der Anamnese, also am Anfang zu fragen, was kann er, was tut er, wie lebt er sonst aus, unabhängig von den Problemen. Was sind die Ressourcen, die dieser Mensch mitbringt? Und wie man diese Ressourcen aktiviert, da gibt es verschiedene Methoden. Das kann man mit Rollenspielen, das kann man mit Imaginationsübungen, mit Hypnose halt auch, dass man schaut, also wenn man unterhalb von all diesen Problemen einfach schaut, wenn man das Blatt wendet, was sind die Fähigkeiten dieser Menschen? Wie kann er am besten ein Problem lösen? Also manchmal ist es sogar so, dass das Probleme eben noch
mehr den Finger zeigen auf das, was man eigentlich doch kann. Also das, man könnte vielleicht auch so sagen, dort, wo so viel Schatten ist, bedeutet es irgendwo auch viel Licht, den diesen Schatten verursacht hat. Der dritte Wirkfaktor ist Problemaktualisierung. Das bedeutet, dass man schaut, okay, man kommt mit einem Problem in der Praxis, aber wann ist dieses Problem? Wann entsteht es? Und wie entsteht es? Auch hier mit Imagination und Rollenspielen kann man nochmal sich reinversetzen in eine Situation, zum Beispiel, wenn man jetzt Angst vor Vorträgen hat, dass man sich wieder diesen Moment vorstellt, wo man einen Vortrag hält. Was sind da für Symptome, die kommen? Was ist das Problem wirklich? Also man aktualisiert das Problem. Wo steht man mit diesem Problem? Wann hatte man das Problem? Und wie erscheint es heute? Und so weiter. Motivationale Klärung geht es darum, dass man schaut, okay, was ist der Wille? Wo will man hin? Was sind die Motivationen dahinter? Was sind die Motiven halt? Also warum will man diesen Problem lösen? Und was passiert, wenn man das gelöst hat? Wie fühlt man sich dann? Oder was man erreichen kann, wenn man das Problem gelöst hat? Was sind die Gründe dahinter? Oder wo steht man gerade? Wie weit ist die Lösung von einem Klient? Und Problembewältigung, der letzte Wirkfaktor, ist eben, dass man das Problem bewältigt, dass man Wege findet, wie man diesen Problem in den Griff bekommt oder wie man das Problem anders anschaut, wie man einen anderen Blickwinkel auf diesem Problem hat oder wie kann man einfach das nächste Mal das besser erkennen, dass man Methoden entwickelt oder Inspirationen hat, wie man viel besser damit umgehen kann, bewältigen kann und vielleicht sogar irgendwann auch lösen. So, das war alles heute zu den 5 Wirkfaktoren der Psychotherapie. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen oder geholfen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann. Ciao.